Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessen hat Familiensinn, Stärkung der Familienfreundlichkeit in Hessen, 194535. Beginnt die Frau Kollegin Wissmann, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Familienpolitik ist ein Herzstück von CDU-Politik. Sie steht in Hessen seit 1999 im Zentrum unserer Anstrengungen. Und das lassen wir uns mittlerweile weit über eine halbe Milliarde Euro pro Jahr kosten. Zusätzlich, das will ich natürlich nicht vergessen, zu den großen Aufwendungen auch auf anderen Ebenen. Auch deshalb geht es Familien in unserem Lande ganz überwiegend gut. Familienpolitik ist auch eine Schwerpunktaufgabe dieser schwarz-grünen Koalition. Und deshalb ist es gut, wenn wir sie heute einmal aus unserem Blickwinkel auf die Tagesordnung setzen. Meine Damen und Herren, beginnen wir mit der Grundidee. Die FDP tut sich hier seit einiger Zeit mit der Auffassung hervor, der Staat müsste Familien dankbar sein, dass sie des Volkes Arbeitskraft hervorbrächten. Sie leitet daraus die Forderung ab, was diesen Prozess ermöglicht, z.B. die Kinderbetreuung, aber vielleicht auch andere Dinge, müsste kostenfrei sein, weil ja die Refinanzierung dieses Gutes schon in seiner Gewährung angelegt sei. Ich möchte dieser Haltung namens meiner Fraktion entgegenhalten. Familien sind nicht primär ein Wirtschaftsfaktor. Sie stehen nicht im Dienste der Nation, auch nicht der Kommunen. Familie ist privat. Sie ist da, wo der Staat nur ausnahmsweise, z.B. in Sachen Kinderschutz, hinreicht. Ja, Familien sind die Urzellen unserer Gesellschaft, dem Staat nämlich vorgelagert. Sie sind Orte von Geborgenheit, Auseinandersetzung, Leben, Lernen und Sinnerfahrung. Das ist nicht von mir. Sie sind Ausdruck der ureigensten individuellen Freiheit, nämlich der freien Entscheidung zum Leben in Gemeinschaft. Sie sind Schulen für Freiheit, und sie sind Bollwerke zum Schutz von Freiheit gegenüber einem unter Umständen anmaßenden Staat und einer immer wieder unbescheiden herandrängenden Gesellschaft. Unsere Familienpolitik erkennt dies an. Sie ermutigt, stärkt und unterstützt Familien, ohne ihnen aber Entscheidungen zu verordnen oder aufzuzwingen. Auf dieser Grundlage gestalten wir familienfreundliche Politik in Hessen. Vier Bausteine dazu. Erstens. Familienfreundliche Politik, unsere, stärkt Familien in ihrer Eigenverantwortung und Wahlfreiheit, so in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch das Angebot einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Bildungsinfrastruktur, deren Nutzung aber den Familien im vorschulischen Alter der Kinder überlassen bleibt. In Hessen wird der Rechtsanspruch Ü3 und U3 erfüllt. Und mit unserem Bildungs- und Erziehungsplan und mit dem KiföG wurden gute Qualitätsstandards etabliert, während sich die vielen Vorabbefürchtungen gerade zum KiföG nachweislich nicht bestätigt haben. Dafür wenden wir aus vollster Überzeugung hohe und höchste Summen auf, derzeit 435,5 Millionen € pro Jahr aus dem Landeshaushalt. Ich vergleiche nur noch einmal mit 60 Millionen € 1999. Und dies mit in aller Regel maßvollen Elternbeiträgen zu den Kosten dieser Angebote. In derselben Logik arbeiten wir mit steten Fortschritten auch an einem flächendeckenden Angebot auch für Grundschulkinder, für das wir viele weitere Millionen aufbringen. Zweitens. Familienfreundliche Politik ermöglicht aktive Sorge für die Kinder, später dann auch für Pflegebedürftige als Fordere, ohne die Sorgenden selbst auf Dauer in Abhängigkeit zu bringen. Denn nicht wenige Familien entscheiden sich ganz bewusst dafür, in den frühen Kindesjahren einen Teil oder auch die volle Kinderbetreuung selbst zu leisten. Wir respektieren und schätzen diese Bereitschaft, denn wir wissen um die Chancen zu Bindung und Bildung in der Familie selbst. Hessens Programm Netzwerk Wiedereinstieg sorgt deshalb seit Jahren mit vielen Projekten und auch viel Förderung des Landes dafür, dass diese Entscheidungen Mütter oder Väter nicht in die persönliche Sackgasse führen. Ich wünsche mir dazu persönlich ein übergreifendes Lebensphasenmodell, um Erwerbs- und Sorgearbeit nach Bedarf dosieren zu können. Aber das müssen wir auf anderer Ebene in Angriff nehmen. Drittens. Familienfreundliche Politik bietet Hilfe zur Selbsthilfe, und zwar wohnortnah für alle zugänglich. Die hessischen Familienzentren sind unbestritten ein Erfolg. Und deshalb bauen wir sie stetig aus, wovon Sie, lieber Herr Merz, nicht dauernd hören wollen. Warum eigentlich?
Wir wollen dieses Netz hessenweit knüpfen und intensivieren. Und viertens. Familienfreundliche Politik bleibt niemals stehen. Sie fragt die Betroffenen nach ihren Erfahrungen und Bedürfnissen und forscht nach weiteren Ideen, um Familien noch passgenauer in ihren jeweiligen Familiensituationen zu unterstützen. Die kürzlich einberufene Kommission Hessen hat Familiensinn entspricht diesem Geist des Dialogs. Verbände, zivilgesellschaftliche Gruppen, Bürgerinnen und Bürger werden über den Weg zu noch mehr Kinder- und Familienfreundlichkeit in Hessen debattieren und Handlungsempfehlungen an die Politik erarbeiten. Frau Kollegin Wissmann, Sie sind so lieb. Am letzten Satz. Ich komme zurück zum Anfang. Familien stehen nicht im Dienste ökonomischer oder gesellschaftlicher Ziele. Ihr Sinn ist die Entfaltung ihrer Mitglieder. Im Regelfall braucht es dafür Familiensinn, nämlich Wahlfreiheit, Hilfe zur Selbsthilfe, Anerkennung und Ermutigung und schließlich die Bereitschaft zum Dialog, halt Familiensinn und eine entsprechende Politik. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank, Frau Kollegin Wiesmann. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Minister, ich möchte meinen Antrag zur Mehrfamilienfreundlichkeit für die Menschen hier in diesem Raum leisten und gebe meine Rede zu Protokoll. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Der nächste Redner ist der Kollege Merz von der SPD-Fraktion. Es sind hohe Ansprüche gestellt. Jetzt musst du sehen, wie du klarkommst. Tut mir leid, es hilft ja nichts. Irgendeiner muss ja auch mal was sagen. Herr Präsident, meine Ruhig jetzt. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Wiesmann, wenn die Fallhöhe, ich höre Ihren philosophischen Anmerkungen zum Thema Familie ja gern zu, aber kaum jemals war die Fallhöhe zwischen dem, was Sie hier vorgetragen haben, und dem, was in diesem Antrag steht, bemerkenswerter und steiler. Also dieser Ansammlung wirklich von Ladenhütern, von alten Ladenhütern und ollen Kamellen und von den üblichen Halbwahrheiten, die wir hier schon seit Jahr und Tag hören, diesen philosophischen Angstrich zu verleihen, das bringt wirklich nur Sie fertig. Das bringt wirklich nur Sie fertig, das muss ich mal sagen, und meinen größten Respekt dafür. Meine Damen und Herren, womit haben wir es hier zu tun? Wir haben es erneut mit einem, heute haben wir ja heute schon dauernd gehabt, einem rückwärtsgewandten, sich selbst beweihräuchern für Dinge, die hier schon 137 Mal zur Beweihräucherung aufgerufen worden sind, zu tun. Und wir haben keinen einzigen neuen Punkt, keinen einzigen Hinweis darauf, wo die Familienpolitik der Landesregierung in Zukunft hingehen soll, außer im Punkt 7, der meine besondere Aufmerksamkeit gefunden hat, nämlich deswegen, weil der Landtag hier begrüßen soll, dass die Hessische Landesregierung mit der Kommission Hessen hat Familiensinn einen neuen Weg einschlägt und einen ergebnisoffenen Dialog startet. Herr Minister, ich habe das immer so verstanden, dass Sie das immer gemacht haben die ganze Zeit. Ich kenne Sie auch gar nicht anders. Und deswegen ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, warum das jetzt hier ein neuer, ergebnisorientierter, dialogorientierter Weg sein soll, wenn wir kaum einen dialogorientierteren Minister als Herrn Grüttner haben. So viel also dazu. Deswegen ist er ja mein Lieblingsminister. Ich werde ja nicht müde, das hier darzulegen. Ich spare mir jetzt Bemerkungen zur Familienkarte. Das habe ich hier schon oft kommentiert. Ich spare mir auch Bemerkungen zum Familienzentren. Auch das haben wir hier schon oft diskutiert. Ich komme zu dem Einzigen, was hier tatsächlich substanziell ist, der Punkt 2. Der Landtag und den drei. Der Landtag, heißt es hier, würdigt, dass die Landesregierung seit vielen Jahren den Ausbau der Kinderbetreuungsangebote forciert, die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz erfüllt. Das ist übrigens eine hübsche Doppelung, aber das nur am Rande und so weiter und so weiter. Ich sage hier, das macht die Landesregierung durchaus nicht. Die
Forcierung der Anstrengungen im Kindertagesstättenausbau und die Garantie des Rechtsanspruchs für die Kinder ab dem ersten Lebensjahr wird von den Kommunen und den freien Trägern garantiert und von niemandem sonst, weil Sie die Träger dieses Anspruchs sind. Sie sind die Garanten dieses Anspruchs. Und Sie hätten dabei etwas mehr Unterstützung des Landes verdient als das, was Sie bisher bekommen. Als das, was Sie bisher bekommen. Und es kann überhaupt, Frau Kollegin, gar keine Rede davon sein, dass die Landesregierung seit Jahren den Ausbau forciert. Das hat übrigens der Kollege Bocklet, als er noch nicht der Weisheiten der Landesregierung teilhaftig geworden war, 5 Jahre lang hier vorgetragen, dass die Landesregierung einen Teufel tut. Da hat er noch jeden Platz gezählt, hat Betreuungs- und Versorgungsquote verwechselt und den Untergang des Abendlandes und die Nichterfüllung des Rechtsanspruchs prognostiziert. Dieselbe Fraktion sagt jetzt, dass die Landesregierung das seit Jahren tut. Mit dem Widerspruch muss ich nicht leben. Ich will aber nur darauf hinweisen, dass die Landesregierung in der Tat jahrelang nichts anderes getan hat, als das Bundesgeld für die Investitionen weiterzugeben und nichts, fast nichts obendrauf, manchmal was obendrauf. Das gilt auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, für Punkt 3. Hier steht 435 Millionen € im Jahr für Kinderbetreuung. Ich stelle noch einmal fest, im Evaluationsbericht KiföG wird für 2015 von einem Beitrag des Landes zu den laufenden Kosten Kinderbetreuung von 339 Millionen € gesprochen. Und das ist die maßgebliche Zahl, jedenfalls die für 2015. Und ich stelle demgegenüber die Ausgaben für Kinderbetreuung in Hessen, die nach der letzten vorliegenden Statistik des Statistischen Landesamts bei 2,1 Milliarden € liegen. Das ist ein Anteil von 15% des Landes an den laufenden Kosten der Kinderbetreuung. Und dann kann man wirklich nicht sagen, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das, wenn das das Herzstück Ihrer Familienpolitik und Ihrer Kinderbetreuung ist, dann braucht Ihr Herz wirklich einen Herzschrittmacher. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Merz. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mal einen positiven Einstieg in die Frage, wie wir Familie sehen. Wir sehen Familie als eine Keimzelle der Gesellschaft. Wir sehen als Familie einen Verwirklichungsort von Maßstäben, ethischer Maßstäbe, aber auch Zusammenhalt. Wir sehen Familie als einen ganz wichtigen Hort unserer Gesellschaft. Und natürlich schätzen wir Familie wert, wie es sich gehört. Und darum sind wir überhaupt nicht im Dissens mit den ersten 3 bis 5 Sätzen meiner Vorrednerin. Allerdings die Schlüsse, die Sie ziehen, und die Diktion, die Sie hier wieder an den Tag gelegt haben, scheint doch, dass Sie von dem, was Sie erzählen, selbst ein bisschen weiter weg sind. Sie haben wieder gesagt, wir bringen das Geld auf für die frühkindliche Bildung. Nein, das ist falsch. Die Familien zahlen die Steuern. Die Familien gehen arbeiten. Die Familien bringen das Geld auf. Das fällt dem Staat nicht in den Schoß. Und die Familien in Hessen sind unter großen Belastungen. Und wenn Sie heute ein durchschnittliches Einkommen haben und haben 2 Kinder und müssen noch eine größere Wohnung oder womöglich ein Reihenhaus abbezahlen, dann müssen Sie jeden Euro rumdrehen. Jeden Euro, und den Sie rumgedreht haben und gespart haben, den versuchen Sie, in die Bildung Ihres Kindes zu investieren. Das ist die Realität. Und darum ist es wichtig, dass von den vielen Steuern, die bezahlt werden, die frühkindliche Bildung in Hessen besser wird und, wenn es eine Bildungseinrichtung ist, am Ende aller Tage auch kostenfrei zur Verfügung gestellt werden muss. Und da ist das Land Hessen nun einmal leider nicht vorbildlich. Wenn ich mir die Kindertagesstätten anschaue in Hessen anschaue, wo hoch engagiert gearbeitet wird, wo sich für die Kinder eingesetzt wird und wo mittlerweile 95% der Kinder auch hingehen, also schon regelhaft hingehen, dann ist es schon eine Frage, warum wir als Land Hessen bei der Finanzierung unter 20% liegen. Da sind wir deutlich schlechter als andere. Und da ist Handlungsbedarf. Und der Handlungsbedarf ist eben nicht nur bei der Frage, wie viel Beitrag muss man bezahlen für seinen Betreuungsplatz bezahlen.
Da ist vor allem auch die Frage der Chancen der jungen Menschen, die dorthin gehen. Und wenn wir in Deutschland immer noch den Fall haben, und das ist äußerst bedauerlich, dass es einen hohen Zusammenhang gibt zwischen der Frage, sind meine Eltern bildungsnah oder sind sie nicht, über den Bildungserfolg und damit den Zukunftschancen unserer Kinder, dann ist das ein dauerhaftes Handlungsfeld. Und es wird keiner hier bestreiten, hoffe ich zumindest, auch niemand der Union, dass dort ein ganz wichtiges Mosaik in der Frage der Chancengerechtigkeit die frühkindliche Bildung unserer Kindertagesstätten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand bezweifelt. Und darum ist es natürlich auch immer eine Frage, wo setzt man politische Prioritäten? Und wir haben ja am Dienstag gehört, wo Sie politische Prioritäten setzen. Hier fallen ja 140 Millionen € für Klimaschutz vom Himmel. Und wenn Sie einmal 20, 30 Millionen € zusätzlich für die Qualitätsverbesserung der frühkindlichen Bildung nötig wären, fehlt der politische Wille, dort zu investieren. Und wenn Sie das eine tun, dann können Sie das andere aber nicht lassen. Weil die Kinder sind nämlich auch wichtig in unserem Land. Und Geld ist ja scheinbar vorhanden in Hauruck-Aktionen. Und wenn ich mir anschaue, und es waren ja sicherlich einige Menschen vielleicht ein bisschen kritisch der qualifizierten Schulvorbereitung gegenüber, aber wenn Sie die Evaluation anschauen und sehen, genau welche Gruppen am meisten davon profitiert haben, dass die frühkindliche Bildung gestärkt worden ist, dass die Schwächsten am meisten davon profitiert haben und die höchsten Nachholmöglichkeiten hatten, dass wir es nicht schaffen, dieses Projekt auf all den Kindertagesstätten auszurollen, dann ist das nicht eine Frage des Geldes, das ist eine Frage des politischen Willens. Sie haben es woanders investiert, ich hätte es in die frühkindliche Bildung investiert. Und damit, muss ich sagen, haben Sie eine schwere politische Fehlentscheidung getroffen. Und Sie können sich auch nicht mehr hier hinstellen und können sagen, das Geld war nicht da. Sie haben es für etwas anderes ausgegeben. Das kann man machen, wir hätten es nicht gemacht. Und Sie haben damit den Zukunftschancen unserer Kinder in unserem Land geschadet. Und das ist ein Faktum. Und wenn Sie sich hier hinstellen und die Familie bejubeln, dann vergessen Sie nicht die Lebensrealitäten, in denen unsere Familien in Hessen leben. Es ist schwierig, von einem Einzeleinkommen, das man heute hat, im Alter noch vernünftig leben zu können. Also ist es eine Frage des Existenziellen, wie kann ich im Alter leben, dass ich versuche, mir Wohneigentum zu schaffen, dass beide arbeiten, damit ich nachher ausreichend noch Rente habe. Das ist einfach so. Und das wissen die Familien. Und sie wissen, dass sie ihr Geld einsetzen müssen für die Zukunftschancen ihrer Kinder. Und das tun die auch. Aber wir könnten sie dabei deutlich besser unterstützen. Und darum ist dieser Antrag eine echte, wie soll ich das sagen? Das ist ja schon eine Provokation. Herr Kollege Rock, Sie müssen zum Schluss kommen. Vor der Provokation machen Sie vorher Schluss. Ich bin ja auch jetzt noch einmal an dem Punkt zu sagen, wie wir abstimmen werden. Wir werden diesem Antrag natürlich nicht zustimmen, wir werden ihn ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Dieser Antrag hat zum Ziel, den Fokus darauf zu richten, was im Lande Hessen getan wird für die Familien getan wird. Er schildert auch zu Recht das, was bereits erreicht wurde. Er sagt im Übrigen, Herr Kollege Rock, mit keinem Wort, dass das das Ende ist, sondern dass wir nach wie vor in einem fließenden Prozess sind, dass Familienpolitik immer weiter ausgebaut werden muss, dass immer wieder identifiziert werden muss, was es noch für Herausforderungen gibt. Deswegen begrüße ich gerade und besonders den Punkt 7, dass die Einberufung der Kommission Hessen hat Familiensinn noch einmal diesen Dialog belebt, in dem auch noch einmal herausgefunden werden soll und gespiegelt werden soll von Verbänden und zivilgesellschaftlichen Gruppen, was noch mehr zu Kinder- und Familienfreundlichkeit getan werden kann. Das ist ein offenes Angebot an alle, darüber zu diskutieren und Hinweise zu geben, wie es noch besser werden kann in der Familienpolitik. Das, was wir heute festhalten wollen und was wir in dem Antrag in drei Säulen würdigen, ist zum einen tatsächlich, Herr Kollege Merz sprach es an, die Rede zu der Frage, wie die Situation noch war, als die GRÜNEN in der Opposition waren und als wir hier zu der Frage des Rechtsanspruchs, der Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahre haben wir über Zahlen gesprochen, 17, 19 %. Und heute stellen wir fest, dass es eine Betreuungsquote von
31,1 % ist. Das ist ein enormer Anstieg, und das ist ein guter Anstieg. Und es scheint wohl demnach in Kürze auch für die Kinder unter 3 Jahre den Betreuungsbedarf wohl bald erfüllen zu können. Das ist eine gute Nachricht. Darüber hinaus bei den Kindern. Sie haben ja das dicke Buch vor sich hergetragen, Herr Merz. Aus der Evaluation des KIFÖX wurde auch klar, dass es sich in den letzten 2 Jahren des Untersuchungszeitraums 150, um genau zu sein, 148 neue Kindertageseinrichtungen eröffnet haben. Ich finde, ein stolzes Ergebnis. Und man kann nicht davon sprechen, dass es ein schlechtes Spiel oder Stagnation ist. 148 Einrichtungen muss man auch erst einmal aufmachen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und im Gegensatz zu unseren Befürchtungen, damals in der Opposition, Sie sind es heute immer noch, ist es so, und so wie Sie sich verhalten, werden es auch noch ein Momentchen bleiben, ist die Befürchtung die, dass Sie ganz offensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass obwohl unsere Befürchtung, unser beider Befürchtungen damals war, dass viele Kindereinrichtungen geschlossen werden. Sie hatten die Sorge, ich hatte die Sorge, wir können das gerne nachlesen, dass wir glaubten, dass kleine Einrichtungen im ländlichen Raum betroffen sein werden. Wir haben heute eine gute Nachricht in der Evaluation. Es ist nicht eingetreten. Und auch das ist eine gute Nachricht, dass das nicht so ist. Und ich finde es auch nach wie vor, doch, es ist so. Zeigen Sie mir die Stellen, wo das im KIFÖX-Evaluationsbericht von. Es kann sein, dass die eine oder andere aus anderen Gründen geschlossen hat, aber es ist, glaube ich, 1 oder 2 Einrichtungen gewesen. Die Zahl lässt sich nachweisen. Aber es kam nicht zu einer flächendeckenden oder größeren Schließung, wie wir sie damals befürchtet haben. Genauso unbestritten ist, dass die Summe fließt, 435. Nach den letzten Aufstockungen sind wir sogar nah an den 460 Millionen €, die dort hineinfließen. Für die Feinschmecker, ob das nur Landes- oder Bundesförderung ist, glaube ich, interessiert die Eltern vor Ort und die Kindereinrichtungen einen feuchten Kehrich. Entscheidend ist, dass wir in Hessen fast 500 Millionen € für Kinderbetreuung ausgeben. Und das ist auch ein gutes Zeichen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und schließlich ist auch nicht nur die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wichtig, sondern auch gerade diejenigen, die sich für die Kinderbetreuung und in der Familienaufgaben gewidmet hat, der Wiedereinstieg in den Beruf von eklatanter Bedeutung. Deswegen ist der Netzwerk Wiedereinstieg, der von 730.000 jetzt 730.000 €, das exklusiv fördert, dass dieses Netzwerk tatsächlich Menschen dazu und Familien, meistens Frauen, wieder hilft, den Weg zurück nach den Familienaufgaben wieder zurück den Weg in den Beruf findet. Auch das ist sehr förderlich. Die Kollegin hat schon darauf hingewiesen, dass die Familienzentren auch hier weiter gestärkt werden, weiter ausgebaut werden. Dieser Antrag signalisiert, es ist bei uns auf dem Schirm der von CDU und GRÜNEN. Wir achten darauf, dass Familienpolitik weiter gestärkt und gefördert wird, dass Frauen, Männer, Kinder, alle dort, wo sie Nöte haben, dass um sie sich gekümmert wird. Es geht immer besser, aber dieser Prozess wird von uns aktiv betrieben. Ich finde, ein richtiges Signal. Danke. Herzlichen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat der Sozialminister, Staatsminister Grüttner. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im Jahre 2016 sind so viele Kinder in Hessen geboren worden wie Jahre zuvor nicht mehr. Das ist doch ein ermutigendes Zeichen in unserem Land, dass sich junge Menschen zur Familie bekennen, zu Kindern bekennen und erklären, ja, das ist etwas, auf das wir setzen können, auch in der Zukunft setzen können, und indem wir auch verdeutlichen, dass wir uns auch mit unseren Belangen in unserem Land gut aufgehoben fühlen. Weil die Frage der Entscheidung, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen, ist eine ganz persönliche Entscheidung, die aber durchaus auch bestimmt wird durch Rahmenbedingungen, die die Politik setzen kann. Und zu diesen Rahmenbedingungen, die die Politik setzt, gehört ein bisschen mehr als nur Kinderbetreuung. Da gehört als allererstes einmal dazu, was für ein Klima erzeuge ich in unserem Land, damit Familien sich wohlfühlen können. Was für einen Stellenwert hat Familienpolitik in unserem Land? Und was bedeutet das für die einzelne Familie? Und dann ist es eben weit mehr als nur die sehr ökonomisierte Sichtweise, die Herr Kollege Rock dargestellt hat.
Es ist weit mehr als nur die Fragestellung der Kinderbetreuung in Kindertagesstätten, wie Herr Merz es dargestellt hat, sondern da gehört ein bunter Strauß von Maßnahmen dazu, die bedeuten, dass Hessen Familiensinn hat und ein familienfreundliches Land ist. Und dazu gehören vielfältige Maßnahmen. Und dazu gehört es natürlich auch, und deswegen ist es an dieser Stelle auch wichtig, die Fragestellung einer Kommission, Hessen hat Familiensinn, mit der Frage eines neuen Inputs zu machen. Natürlich ändern sich Bedürfnisse von Familien. Und natürlich müssen wir sehen, wie sich diese Bedürfnisse ändern, wie wir sie aufnehmen können und welche Rückschlüsse wir darauf ziehen. Und wenn wir einen Dialogprozess starten, mit Menschen aus der Zivilgesellschaft, mit erfahrenen Menschen aus den Verbänden, wenn wir einen Dialog starten in Form einer Befragung, Sie werden demnächst auch mitbekommen, wie interessiert Menschen an einer solchen Situation sind. Ich habe Statistik noch nie erlebt bei einem Fragebogen, den wir verschickt haben und fast eine Rücklaufquote von 30 bis 40% haben. Das ist ein riesiger Rücklauf. Das heißt, die Menschen sind sensibilisiert für dieses Thema, und sie wollen, dass dieses Thema auch von der Politik ernst genommen wird, und zwar in all seinen Facetten. Und in all seinen Facetten bedeutet sowohl die Bereitstellung von ausreichenden und qualitativ guten Kinderbetreuungseinrichtungen, die natürlich auch einen Bildungsauftrag haben. Aber wer an dieser Stelle sagt, weil man die QSV nicht macht, die nur ein Abfangjäger für die Kinderschule der FDP gewesen ist und der Kindergartenpflicht, das muss man an dieser Stelle schon eindeutig, das muss man schon so sagen. Sehr geehrter Herr Kollege Rock, Sie dürfen nicht alles vergessen, was in der letzten Legislaturperiode gewesen ist. Also, verzeihe Ihnen ja schon viele Gedächtnislücken, aber nicht alles an dieser Stelle. Das muss dann schon einmal die Wahrheit bleiben, dass wir mit einem unglaublichen Mittelvolumen, das ansonsten an keiner anderen Stelle gewesen ist, versucht haben, ein Modellprojekt auf den Weg zu bekommen. Ja, und es ist sehr erfolgreich gewesen, eindeutig. Das bedeutet aber nicht, dass wir das ja aufgehört haben. Wir machen es ja nach wie vor weiter. Wir machen es nach wie vor weiter in der Fragestellung der Module, in der Fortbildung. Wir machen es nach wie vor weiter. Nach wie vor. Und es gibt eine ganze Reihe, und der überwiegende Teil von Kindertagesstätten, die es gemacht haben, machen es auch mit. Und das ist an dieser Stelle gut. Aber das ist nicht alleine eine Fragestellung von Kinderbetreuung. Das will ich erneut sagen. Und Herr Merz, ja, die Zahl 339 Millionen € steht in dem Evaluationsbericht drin. Das ist vollkommen richtig. Aber das ist die Momentaufnahme vor Inkrafttreten der Qualitätspauschalen. Wenn Sie das jetzt fortschreiben und in dieses Jahr hineinschauen, sind Sie bei den 460 Millionen €, die in dem Antrag drin stehen. Oder 435 Millionen €, sind eigentlich sogar 460 Millionen €. Ich habe mich mit den antragstellenden Fraktionen ein bisschen gestritten, weil ich gesagt habe, das Betreuungsgeld, das wir noch reingegeben haben, das habt ihr jetzt einfach unterschlagen. Es sind ja eigentlich 460 Millionen € in diesem Jahr. Schlicht und einfach, die wir zur Verfügung stellen. Und deswegen nicht die Fragestellung von einer Momentaufnahme in die Diskussion hineinbringen, dass das sozusagen der Weisheit letzter Schluss sei und dass die Zahlen nicht miteinander kompatibel sind. Es ist ein aufwachsendes, ein wachsendes System. Wir arbeiten mit Durchschnittszahlen, und wir wissen, wie das am Ende aussieht, wenn das Gesetz praktisch am 31.12.2018 verlängert werden muss, weil es zu diesem Zeitpunkt dann entsprechend aussieht. Aber wie gesagt, das ist nicht nur das Kinderförderungsgesetz, sondern es sind die Familienzentren, es ist die Frage der Kommission Hessen hat Familiensinn, das ist die Stiftung, die sich in Hessen um Familien kümmert und die seit 10 Jahren eine ganz wesentliche Arbeit leistet. Es sind die Fragestellungen unserer Familienzentren. Es ist die Fragestellung unserer Mehrgenerationenhäuser. Es ist ein Strauß von Maßnahmen, der letztendlich dafür sorgen soll, dass Familien sich in Hessen aufgehoben fühlen, dass sie das Gefühl haben, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Belangen, mit ihren Wünschen ernst genommen zu werden und auch Antworten auf Fragen zu bekommen. Und dann haben wir sehr selbstbewusst zu konstatieren, dass sind wir auf einem guten Weg, weil Hessen hat richtigen Familiensinn. Vielen Dank, Herr Staatsminister Grüttner. Jetzt hat sich Herr Kollege Gerhard Merz noch einmal gemeldet. Das ist sehr mutig um diese Zeit. Bitte sehr, das Wort. Ich habe auch, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe auch nicht nötig, mich beliebt zu machen. Ich habe mich nur gemeldet, Herr Minister,
Ich habe vorhin ein bisschen im Spaß die Frage der Dialogorientierung und der Ergebnisorientierung angesprochen. Ich will das jetzt einmal ernsthafter sagen. Wenn Sie dem Kollegen Rock und mir vorwerfen, implizit oder auch explizit, dass wir bestimmte Dinge hier nicht oder verkürzt darstellen, dann fordere ich Sie auf, wenn Sie einen ordentlichen Dialog auch mit dem Landtag wollen, einen ordentlichen und vertieften und der Komplexität des Gegenstandes und seiner vielfältigen Perspektiven gerecht werdende Debatte wollen, dann stellen Sie sich hin und geben Sie eine Regierungserklärung dazu ab. Und dann kommen Sie nicht oder Ihre Fraktionen daher mit solchen Anträgen zum wiederholten Mal, die man dann hier in 5 Minuten am Ende eines langen Debattentags abhandeln muss. Das machen Sie. Darauf würde ich mich freuen. Und dann können wir viele von den Fragen, die Sie hier gar nicht zu Unrecht aufgeworfen haben, können wir die mal vertieft miteinander diskutieren. Darauf würde ich mich freuen, jederzeit. Vielen Dank, Kollege Merz. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag 1945/35. Wer stimmt ihm zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen.